Hallo zusammen, Maya 3007 hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge durch die Woche gevloggt. Es wird jetzt eine ganz besondere Woche, nämlich eine Urlaubswoche. Ja, es geht für mich mal wieder nach Kärnten. Aber heute ist erstmal noch der 30. Juli und somit mein Geburtstag. Und schaut mal, ich habe hier schon die ganzen Geschenke meiner Eltern, zum Beispiel hier oben die süße Eule und eine schöne Karte. Keine Panik, ich weiß genau, wie alt du geworden bist, aber ich kann schweigen. Das finde ich klasse. Und ich habe auch schon was anderes richtig Cooles heute bekommen. Moment. Schaut mal. Der tut nichts, der will nur lesen. Das habe ich von der Claudia bekommen. Das T-Shirt ist richtig genial. Ja, ich werde mich jetzt durch die ganzen Pakete durchkramen, meine Eltern. Und heute Abend melde ich mich, denke ich, bei euch dann nochmal. Es gibt auf jeden Fall auch ein separates Video, wo ich euch die ganzen Geschenke meiner Eltern wie gewohnt präsentiere. Also, wir hören uns wieder. Hallo zusammen, wie versprochen melde ich mich jetzt am Abend nochmal bei euch. Ich hatte heute einen schönen Tag, ich war lecker mit meiner Oma beim Essen mittags und habe dann auch noch ein paar Besorgungen erledigt, weil ich noch ein bisschen was für meinen Urlaub gebraucht habe. Unter anderem habe ich mir in der Bücherei mal wieder ein schönes Hörbuch ausgeliehen. Den ersten Fall für Rudi, Rosa und Henna, der kommt auf jeden Fall dann mit für die Fahrt. Ja, und auch so habe ich noch ein bisschen was gebraucht. Ich habe jetzt auch ein extra Mückenspray, das auch gut gegen die Bremsen hilft. Kennt ihr diese Mistviecher eigentlich? Die sind fast noch schlimmer wie Mücken, finde ich. Furchtbar. Und da am weißen See sind die extrem lästig. Also das war letztes Jahr schon... Ja, die konnten es einem draußen wirklich vermiesen teilweise, diese Mistviecher. Naja... Ich werde jetzt dann auch gleich noch die Geschenke meiner Eltern abfilmen. Ich habe sie jetzt heute Morgen ja alles ausgepackt. Und jetzt seht ihr dann im separaten Video, was ich alles bekommen habe. Es waren wirklich sehr schöne Sachen dabei. Viel mehr habe ich jetzt eigentlich für heute gar nicht zu erzählen. Ich denke, wir hören uns morgen dann wieder. Ciao! Hallo zusammen am Sonntagabend. Heute habe ich den Tag größtenteils zum Kofferpacken benutzt. Ja, morgen geht's ja in den Urlaub. Kärnten, der Weißen See, steht mal wieder auf dem Programm. Es geht ins gleiche Hotel, wo ich letztes Jahr war. Freue mich sehr drauf, da wieder hinzukommen. Es ist nämlich wirklich richtig schön dort. Vor allem haben die auch ein richtig schönes Schwimmbecken immer dabei. Das finde ich richtig klasse. Wettermäßig soll es ja auch einigermaßen werden. Ab und zu mal ein Schauer ist angekündigt, aber schauen wir mal. Wenn es nicht zu heiß ist, mache ich auch die ein oder andere schöne Wanderung. Also lasse ich dann einfach mal auf mich zukommen. Habe heute auch ein bisschen was gelesen. Habe jetzt nämlich den 9. Fall für Max Hartinger angefangen. Irgendwas mit Capri. Ich glaube, Goldene Sonne auf Capri oder so ähnlich. Gefällt mir bis jetzt richtig gut. Das ist eins der Bücher, die ich von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen habe. Max trifft sich mit seinem Freund Emilio Brentano wieder, den er ja in Verschollen am Gardasee kennengelernt hat, als er in Lazise mal für ein Austauschprogramm Dienst getan hat. Aber in Capri angekommen, wird Chiara Opfer eines Handtaschendiebs. Max kann den Täter stellen, aber ein paar Stunden später wird dieser ermordet aufgefunden. Und der örtliche Maresciallo setzt Max doch tatsächlich unter Mordverdacht. Max konnte sich mittlerweile von dem Verdacht auch befreien, aber es gab jetzt auch schon die zweite Leiche. Bin mal richtig gespannt, wie die Story dann weitergeht. Ach, der letzte Hartinger, SOS Florenz hatte geheißen, hat mir nicht so gut gefallen, aber der ist wieder richtig klasse bisher. Da werde ich wahrscheinlich sogar noch eine separate Rezension dann mal machen. Muss ich mal schauen. Aber für den Urlaub habe ich mir eine andere Lektüre eingesteckt. Nämlich den 4. Fall für Michalis Charisteas. Ja, der wird in Kärnten ganz gemütlich gelesen und da freue ich mich auch total drauf, wieder zu Hanna und Michalis nach Chania zurückzukehren. Kreta steht ja nächstes Jahr bei mir auf der Planung als Reiseziel. Wenn das klappt, das würde mich natürlich auch sehr freuen, mal die ganzen Handlungsorte live zu sehen. Mal schauen, ob es klappt nächstes Jahr. Viel mehr habe ich jetzt eigentlich gar nicht zu erzählen. Ich denke, wir hören uns morgen aus Kärnten dann wieder. Ciao!
Hallo zusammen am Montagnachmittag. Ihr könnt es an der Panoramaperspektive wahrscheinlich schon erraten. Ich bin in Kärnten angekommen. Es ist wieder wunderschön. Ich habe das gleiche Hotel, wo ich letztes Jahr auch schon war. Und es gefällt mir wieder richtig, richtig gut hier. Ja, das ist super schön. Für mich geht es jetzt gleich ins Schwimmbad noch des Hotels. Da freue ich mich auch richtig drauf, einmal in die ersten entspannten Bahnen zu ziehen. Und dann lasse ich den ersten Tag dann mit dem Abendessen noch ganz gemütlich ausklingen. Werde die nächsten Tage wahrscheinlich ein, zwei Wanderungen machen, je nachdem halt, wie das Wetter mitspielt. Da muss ich dann mal gucken. Aber ich freue mich jetzt sehr auf den Urlaub. Bin auch mit dem Verkehr sehr gut durchgekommen. Einmal gab es kurz Blockabfertigung, aber sonst hat wirklich alles sehr schön geklappt. Wie gesagt, bis Freitag bin ich jetzt hier und werde euch, denke ich, noch die eine oder andere schöne Aufnahme präsentieren können. Also, wir hören uns wieder. Ciao! Einen schönen guten Morgen am Dienstag. Ja, ihr seht mit Perspektive mitten aus dem Wald. Denn ich will heute die große Wanderung machen, die ich mir für diesen Urlaub vorgenommen habe. Knapp 2 Stunden einfache Strecke. Knackig. Vor allem jetzt geht es auch am Anfang schon richtig schön bergauf. Ich wandere zu einer Almhütte. Da werde ich euch wahrscheinlich hinterher noch ein Foto reinschneiden. Muss ich dann mal gucken, ob es so klappt. Ja, jetzt geht's für mich weiter. Heute Abend aus dem Hotel, denke ich, melde ich mich dann nochmal bei euch. Ciao! So, da drüben seht ihr die Almhütte. Das war das Ziel meiner Wanderung. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Der Weg hierher hat knappe 2 Stunden gedauert. Und war ganz schön knackig teilweise, muss ich sagen. Ich hoffe, der Wind pfeift mir jetzt nicht zu stark ins Mikro rein. Wie gesagt, der Weg ganz schön knackig, aber eine schöne Tour war's. Ich denke, aus dem Hotel hören wir uns dann wieder. Hallo zusammen am Dienstagabend. Ich bin jetzt hier bei mir im Hotelzimmer. Ich habe es mir jetzt hier einfach nochmal richtig gemütlich gemacht. Denn die Wanderung hat mich heute doch ganz schön geschlaucht, muss ich sagen. Es waren ja 4 Stunden und es ging ordentlich steil bergauf teilweise. Hatte ich auch beim Abstieg manchmal Probleme, bin wirklich rückwärts auf allen Vieren teilweise runter, dass ich mich da nicht auf die Nase lege. Aber eine schöne Tour war das. Hat mir gut gefallen. Heute konnte ich auch beim 4. Fall von Michalis Charisteas weiterlesen. Michalis besucht eine Taufe gemeinsam mit seiner Freundin Hanna. Und am Ende des Festes werden Freudenschüsse abgefeuert. Doch plötzlich bricht einer der Musiker auf dem Fest zusammen. Ein Schuss hat ihn tödlich getroffen. Aber war das wirklich ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Und Hanna glaubt, einen der Schützen auch gesehen zu haben. Ist sie jetzt noch? Bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht, ob sie da noch in Gefahr gerät und was da allgemein so rauskommt. Und auch Hannas Eltern sollen ja zum ersten Mal nach Chania kommen, dann das wird garantiert auch eine coole Szene. Da freue ich mich drauf. Da werde ich die nächsten 2 Tage auf jeden Fall weiterlesen. Denn die werde ich jetzt größtenteils noch mit Schwimmen, Lesen und Faulenzen dann verbringen. Und Freitag geht's ja für mich auch schon wieder nach Hause. Heute Nachmittag bin ich noch kurz in die nächste Ortschaft gefahren, weil ich ein bisschen was besorgen musste. Und hat den österreichischen Radiosender laufen. Und was kommt? Seitenbacher Werbung. Sag mal, hat man denn nicht mal in Österreich von diesem Quatsch seine Ruhe? Ich kann diese Scheißwerbung einfach nicht mehr hören. Die ist so furchtbar. Geht euch die Werbung eigentlich auch so auf den Zwirn oder bin ich der Einzige, den die so nervt? Wir haben es jetzt auch schon relativ spät, das heißt, für heute ist Schluss und morgen hören wir uns dann wieder. Ciao! Einen wunderschönen guten Morgen am Donnerstag. Gestern habe ich mich nicht gemeldet, ich habe mir einfach einen richtig schönen entspannten Tag mit Lesen, Schwimmen und Faulenzen gemacht. Heute geht es für mich noch auf einen großen Markt zum Einkaufen, da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir in Shoppen gehen. Da war ich ja letztes Jahr schon und der Markt ist richtig schön. Vielleicht zeige ich euch später, was ich mir dort so besorgt habe. Muss ich mal gucken.
Heute steht auf jeden Fall auch wieder Lesen und Schwimmen noch bei mir auf dem Programm. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und schaut mal, wir haben wieder ein Traumwetter heute. Ach, herrlich. Jetzt geht es dann zum Frühstücken. Und dann mache ich es mir wahrscheinlich im Hotelgarten erstmal noch zum Lesen bequem, bevor es dann auf den Markt losgeht. Ach, und morgen steht ja leider schon wieder die Abreise an. Die Zeit hier ist sehr schnell vergangen, aber schön war's. Also einmal melde ich mich mindestens noch aus Kärnten bei euch. Wir hören uns. Ciao. Hallo zusammen am Donnerstagabend. Auch heute habe ich mir einen richtig schönen Tag mit Lesen, Schwimmen und Faulenzen gemacht. Auf dem Markt, von dem ich erzählt habe, habe ich mir noch ein paar leckere Kekse geholt. Die sind richtig lecker, die hatte ich mir da letztes Jahr schon besorgt. Und darum war mir klar, wenn ich jetzt mal wieder hier bin, die Chance nutze ich und hole mir die nochmal. Ich konnte heute auch den vierten Fall für Michaelis Charisteas beenden. Auch das Buch hat mir richtig gut gefallen. Ich habe ja anfangs schon erwähnt, auf einer kretischen Taufe wurde ein Musiker erschossen. Er hatte anscheinend Kontakte in die rechtsradikale Szene. Und Hanna, Michaelis Freundin, hat einen der Schützen gesehen. Und es wird schnell klar gemacht, der Mörder will sie aus dem Weg haben. Da kam es zu einer sehr heftigen Szene. Darum wird Hanna eben unter Polizeischutz gestellt. Michaelis muss in diesem Fall in der rechtsradikalen Szene unter kretischen Nationalisten ermitteln. Und immer wieder führt ihn die Spur zu einem angeblichen Panzer, der irgendwo in den kretischen Bergen versteckt sein soll. Aber auch zu einem seltsamen Ziegenhirten führt ihn die Ermittlungen. Ich möchte jetzt noch nicht alles verraten, denn dazu wird es auf jeden Fall eine Rezension von mir geben. Volle 5 Sterne hat mir wieder richtig gut gefallen, dieser Kreta-Krimi. Vor allem auch das spannende Finale richtig gut gemacht. Das war es jetzt soweit von mir aus Kärnten. Den nächsten Videoschnipsel, denke ich, gibt es dann wieder von mir zu Hause. Denn morgen ist ja Abreisetag bei mir. Ich rechne, wenn alles gut geht, wieder mit 4 Stunden. Dann werde ich am frühen Nachmittag, denke ich, wieder in Deggendorf eintreffen. Also, wir hören uns morgen dann wieder. Ciao! Hallo zusammen am Freitagabend. Ja, ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Die Rückreise hat problemlos geklappt. Ich bin, glaube ich, auf knappe 4 Stunden problemlos durchgekommen von Kärnten hierauf. Aber es ist wieder brütend heiß heute. Wie ich zu Hause angekommen bin, bin ich erstmal unter die Dusche gestiegen, mich ein bisschen frisch gemacht, aber das hätte ich mir sparen können. Denn ich bin dann noch zum Supermarkt gelaufen hier bei uns im Stadtteil, um ein paar Lebensmittelvorräte aufzufüllen und war dann gleich wieder klatschnass geschwitzt. Ich hoffe, diese Hitzewelle hat bald mal ein Ende. So sehr ich den Sommer mag, aber das ist doch nicht mehr normal momentan, oder? Ich habe mich jetzt ja auch schon wieder ein bisschen um meinen Haushalt gekümmert. Und gerade eben habe ich noch Bundesliga geguckt. Bayern gegen Frankfurt. Na, das war ja mal eine saubere Leistung von den Bayern. Die haben dem Frankfurter Adler die Flügel mal so richtig schön gestutzt. Das war klasse. Mit diesen Worten möchte ich die Folge durch die Woche gefloggt jetzt auch beenden. Aber nächste Woche könnt ihr mich auf jeden Fall auch wieder begleiten. Denn da habe ich ja auch noch komplett Urlaub und habe da auch noch das eine oder andere Besondere vor. Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Meier 3007.